Hallo liebe Kinderautore, schön, dass ihr da seid. Heute machen wir eine Schnitzeljagd, und zwar eine sehr sportliche. Ihr seht, ich habe meine Turnschuhe dran. Wir machen alle Stationen mit einem Seil. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, danach sind die Kinder völlig fertig und ihr habt einen ganz entspannten Kindergeburtstag. Also, ich zeige euch jetzt mal ein paar Spielvorschläge, die haben alle selbst durchprobiert. Wir tun nichts irgendwo anders zusammenklauen oder kopieren. Wir probieren unsere Sachen selbst aus. Also schaut's mit. So, wir sind jetzt bei einer Station, da seht ihr selbst, da legt ihr das Seil wie eine große Schlange und die Kinder sollen versuchen, mit dem Fuß einen Ball möglichst schnell rauszubringen. Das geht natürlich auch, das Dribbeln oder mit den Händen ihn rausschieben, das liegt dann bei euch. Also kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Unter einem Baum postiert der Kegel und am Ast darüber hängt der ein Seil fest, an dem schwingt sich jetzt ein Kind, schwingt sich entlang und stößt dabei die Kegeln um. Jo! Beim nächsten Spiel hängt sich ein Kind an das Seil, nimmt den Ball zwischen die Füße und jetzt geht es darum, wer schleudert den Ball am weitesten. Bei der nächsten Spielstation legen wir das Seil als Linie auf den Boden und machen eine klassische Staffel. Ei oder Kreide auf dem Löffel und dann geht es darum, zum Beispiel hier über Kreuz drüber springen. Probiert es mal aus. Also ihr seht, die Kinder voll dabei. Die Station geht sportlich zu. Ihr nehmt ein Seil, dreht euch im Kreis und die Kinder müssen dann immer drüber hüpfen. Wer Seil berührt, scheidet aus. Es geht so lange, bis nur noch ein Kind überbleibt. Wir zeigen euch mal, wie das geht. Lang der Ohr durch. So, bei der nächsten Station schwingen wir Seil und die Kinder müssen unten durchlaufen. Wir machen jetzt mit dem Seil große Wellen und die Kinder probieren dann mit dem Ball dazwischen durchzuwerfen. Auf geht's! Gut!